Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Mal gucken, ob das Spiel heute diesmal wieder auch so lange braucht zum Starten. Nö, diesmal nicht. Okay. Ja, keine Ahnung, was da abfüllen. Das war Level 6. Ja, das heißt, die nächsten Punkte müssen wir gucken, wo wir die hinsetzen. Ich schätze erstmal, wir machen mal. Also, die nächsten Punkte würde ich definitiv erstmal mindestens ein in hochwertig und einen in fragil setzen. Und dann am besten die nächsten zwei Punkte dann in Zeit. Also hier in Zeit. Dringende Lieferung. Aber. Soweit. Also brauchen wir erstmal noch ein bisschen. Wir haben immerhin jetzt erstmal 1100 Kilometer vor uns. Also ich glaube, die nächsten vier Folgen sind wir erstmal mit der Mission voll beschäftigt. Wobei wir fahren noch ein bisschen mit der Fähre. Ja, gut, okay. Kleine Stücke. Aber ja, in den nächsten vier Folgen sollten wir das auf jeden Fall schaffen. Okay. Hä, waren wir hier nicht schon? Hat er etwa für nicht gespeichert? Wie war? Spaß. Entschuldigung. Aber witzig, wie wir immer wieder an dem Ölraffinerie-Dingsbums oder was auch immer das hier darstellen soll, starten. Wobei wir jetzt wieder bei dem Start, wo wir zuvor am. Ja, genau, ist wieder der, wo wir auch beim vorletzten Mal waren. So, wollen wir mal ein bisschen Lichter machen hier? Wird dunkel langsam. KLS ist gefeuert. Aber hey, ich meine, wenigstens haben wir schon großes Puffer. Mit 30k. Wir sollten also nicht mehr in die Negative rutschen. Durch unser. Hier. Oh, was ist das denn? Alter. Das sind, sieht richtig krank aus. LOL. Was ist das? Ist da gerade Meteoroid runtergekommen? Okay, ich kann nicht mal sprechen. Und dann wieder zwei Großauflieger. Sehr schön. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Müsste auch fast der Tag sein, gell? Ja, 9 Uhr. Ja. Ausgeschlafen sind wir auch wieder. Können wir also die nächsten 30 Stunden durchballern. Naja, leider nicht. Warum musst du abbiegen? Du Affenarsch. Warum muss ein LKW kommen? Du Affenarsch.
machen alle mit Absicht. Ist Verschwörung gerade im Gange. Ich meine, hey, wir kamen gut durch, ja. Aber dennoch. Das zeigt nie, wie gut ich bin. Ich bin so froh, dass heute das Wetter einigermaßen mitmacht. Also es ist zum einen heute nicht so dämsig, also nicht so warm. Ne, heute haben wir nur so 22 Grad Maximum, glaube ich. Ich dachte gerade, das Auto fährt rückwärts. Und vor allen Dingen ist jetzt gerade so auf dem Mittag, also ist gerade so 13 Uhr, halt die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch. Also ich glaube, wir haben jetzt gerade 50%. Was halt im Vergleich zu den 90-100% der letzten Tage halt ein Traum ist. Also jetzt gerade macht Aufnehmen richtig, richtig Laune, richtig Spaß. Ich weiß noch, letztes Wochenende, wo ich wo ich jetzt in drei Parts stückeln musste, weil ich einfach jedes Mal komplett am Ende war. Aber heute ist wieder ein richtig schönes Aufnahmewetter. Ich meine, gut. Meine Deutschlehrerin würde jetzt wahrscheinlich sagen, das perfekte Wetter, um rauszugehen, Ronny. Aber pff, was soll ich da? Da kennt mich keiner. Oh, ob man da wohl baden gehen kann? Bestimmt, ne? Ich meine, da führt zumindest eine Straße rein. Ja, doch, da kann... Oder? Nee. Nee, der Weg führt nicht dran vorbei. Ist nichts, was irgendwie aussieht wie ein Strand. Weißt du was? Warum habe ich immer noch einen LKW? Warum ist der LKW so laut? LKW, stopp! Nein, die ist nicht vom Strand. Der Weg wird einfach nur drumherum. Ist also wahrscheinlich kein Badeweg. Schade. Oh, jetzt geht's ab! Jetzt erreichen wir endlich mal 80 km/h. Ist halt nicht gerade der stärkste LKW, gell? Ah, schon bricht er wieder komplett zusammen. Gut, geht auch wieder bergauf. Ist aber auch auf und ab, ey, heilige. Das Auto direkt vor uns gerade. Hatte das keine Räder mehr gehabt? Als er über die Hügel gefahren ist? Alter, dieses LOD, ne? Es ist schon sehr abstrakt. Immer geradeaus. Oh, 30 Tonnen. Ja gut, okay. Dann darf der auch ein bisschen schlapp machen. Und wir haben ja 80 erreicht. Yay! Wuhu! Ich will so einen Kackbus, den ich holen möchte. Oh, doch nicht, weil das wieder bremst. War ich mir jetzt gerade schon wieder zu nah oder was? Digga, ich hab seine Spur nicht mal angeguckt. Was ist das mit diesem Bus fahren?
Und schon bremst er wieder. Es ist so witzig. Du kannst immer richtig, wenn er versucht, so zu überholen, einfach so nah ranfahren. Ja? Ich bin noch nicht mal besser auf seiner Spur und er würde trotzdem schon ja jetzt wieder bremsen. Das ist so wahnsinnig. Weißt du, ziehen um die Kurven wie Hoppelhäschen, die gerade einen Haken schlagen. Ha? Aber, weiß nicht, traut sich nicht an uns vorbei, obwohl wir auf unserer Spur sind. So, es... Na gut, ich lasse ihn mal überholen. So, schön aus dem Punchreifen fahren, damit er genug Platz hat zum Überholen. Affe. Wetten, jetzt checkt er uns gleich als Strafe. Du soll immer geradeaus. Mann, ich hasse Nebel. Warum nicht schönes Wetter? Warum nicht einfach freier Himmel und gib ihm. Da blinkt noch was. Ah, nee. Das ist bloß das Blaufeld. Oh, diese Kreditrahmen. Immer geradeaus.
Immer geradeaus. Hi. Hi. Also nicht verstanden? Hi. Digga, was willst du bitte von mir? Ich glaube, es ist einfach taub. So wie diese Person auf einem anderen Straßenrand immer, die einem ewig zuwinkt, aber selber wie wild zurückwinkt. Man denkt, ob die bescheuert ist, bis man merkt, dass sie einem gar nicht selber zuwinkt, sondern eigentlich eine andere Person. Und dann fragt man sich, ob man selbst nicht der Bescheuerte ist. Aber ich habe da schon eine Methode gefunden, damit umzugehen. Einfach die Pflastersteine vom Weg klauen, Loch buddeln, mich in das Loch reinlegen und dann die Pflastersteine wieder draufpacken. Ja. Das klappt immer relativ gut. Jetzt komm schon! Mensch, das klingt ja wie, als wenn er gleich sterben würde hier. Warum könnt ihr alle keinen Job finden? Digga, ich klatsche die gleich. Also ich glaube so die ältesten Tankstellen überhaupt im Spiel. Die gab es schon zu German Talk Simulator Zeiten. Oder selbst zu ETS 1 Zeiten schon. Eben. ETS 1 kam vor German Talk Simulator. Also auf jeden Fall seitdem es angefangen hat mit nicht mehr in Amerika spielen, sondern in Europa spielen, gab es diese Tankstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube selbst zu Zeiten von 18 Wheels of Steel gab es schon diese Tankstellen. Ich weiß nur nicht, ob da erst in den späteren Games oder auch schon relativ früh. Aber auf jeden Fall dieses Tankstellenmodell, diesen eckigen, eingezäunten Bereich, uralt.
Das ist so die älteste Tankstelle in SCS Software. Von denen, die es heute noch gibt. Aber ich meine, es ist sicher auch alles hier alte, die alten Abfahrten hier und so was alles. Was die an diesen wunderschönen komischen Streifen erkennst, die überall drauf sind. Oder auch einfach an der Gesamtgeometrie. Also, ist hier schon wieder uralt Stammmap. Was mich wundert, ich dachte, wir sind oben in Skandinavien. Das 70er Schild war hinter Busch versteckt, ich hab's nicht gesehen. Ich bin unschuldig. Wallah Habibibi. Lief mir, will ich hier diesen Kreis mitnehmen? Der sieht so schön aus. Ah, lieber nicht. Immer geradeaus. Oh, 50? Ernsthaft? Geradeaus. Route neu berechnen. Leider kann man hier nicht so weit drauf fahren, weil so ein hässlicher Alpha-Wand ist. Da, bam. Das ist dumm. Warum ist hier eine Alpha-Wand? Also noch dümmerer geht's ja gar nicht mehr. Gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. So. Und dann sieht man sich dann später, denn dann wieder.